ein Jahr der Fokussierung und der Konzentration liegt vor uns und vor allen Spielern. Ich glaube, dass alle bereit sein müssen, in diesem Jahr viel zu investieren in ihre eigene Leistungsfähigkeit, in den Willen, eben auch diese Saison gut durchzuziehen, in die Bereitschaft, immer ihre Leistung abzurufen, gemäß unseren Ansprüchen, und die sind hoch. Das allererste Ziel heißt für uns natürlich, das übergeordnete Ziel, dass wir auf jeden Fall die Qualifikation als Gruppenerster eben auch schaffen, dass wir uns direkt qualifizieren und dass wir diese Qualifikationsrunde eben auch ungeschlagen durchlaufen. Übergeordnet sage ich, dann ist es mir natürlich auch immer wichtig, dass am Ende dieser Saison unsere ganzen Fans, Millionen von Fans in Deutschland, die sich für die Nationalmannschaft interessieren, dass sie stolz sein können auf ihre Mannschaft, stolz, wie sie spielt. Die Spieler, die Fans wollen uns kämpfen sehen, leidenschaftlich spielen sehen. Die Fans wollen unsere Spielfreude sehen. Sie wollen Spaß haben am Spiel der Nationalmannschaft. Die WM in Brasilien, die wird eine WM des Willens und der Durchsetzungsfähigkeit, und das wird wichtig sein. Wir haben die Gegebenheiten gesehen und da herrschen schon auch andere Vorzeichen, andere Bedingungen, als es hier in Europa der Fall ist. Wir haben auch gesehen, dass Paraguay, obwohl sie in der Qualifikation nicht so erfolgreich gespielt haben, in den letzten Monaten von ihrer Anordnung in der Defensive schon auch wahnsinnig gut stehen, ganz, ganz eng und kompakt und, sagen wir mal, rigoros in die Zweikämpfe reingehen. Also da wird niemand geschont.